Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video von der Baby Shopping Tour oder allgemein Baby Shopping Tour. Wir waren wieder fleißig, also Frauchen, und wir waren gerade auch noch bei Rossmann. Da hat Frauchen jetzt hier Wickelunterlagen geholt, 10 Stück. Falsche Seite, richtige Seite. Und dann hat sie noch das geholt, das wollten wir schon die ganze Zeit holen, aber haben es immer wieder vergessen. Also nicht den Elefanten, also allgemein das ist ein Kirschkernkissen. Da hinten, achso, hier vorne steht auch groß drauf. Und das ist halt gut bei Ohrenschmerzen oder allgemein auch so. Bauchschmerzen, das ist, also ich habe ja ein Kirschkernkissen, aber wir brauchen halt noch eins. Und da ist das ganz gut und das ist ein Stück kleiner und das ist ein bisschen besser für Kinder, ein bisschen süßer. So, das Schaf hier rollt nämlich immer runter. Dann hat Frauchen hier nochmal so eine Spieluhr geholt. Aber nicht als Spieluhr, das soll eher als Kuscheltier sein. Obwohl ich die Spieluhr abends vielleicht sogar besser finde. Mhm. Weil. Doch, ja. So. Die ist ein bisschen schnell. Die ist für tagsüber, finde ich. Und die finde ich langsamer. Die ist für abends besser oder mittags oder so. Daher ist das eigentlich ganz sinnvoll. So, dann hat Frauchen eine Lampe geholt. Und zwar die Mondlampe, wo ich euch schon mal berichtet hatte. Also nicht wundern, wenn jetzt hier im Hintergrund die Dinger sind. Das ist alles voll aufgezogen. Ja, voll aufgezogen. Ja, ich finde es süß. Und die wird dann halt hinten an der Wand gemacht. Und die wollen wir dann praktisch, hier ist der Kinder, also wenn man jetzt so im Bett, so ins Zimmer ringuckt, ist ja hier das Kinderbett, hier ist die Heizung und hier kommt der Stuhl hin, wo wir dann halt einen Schlaf schaukeln können oder Frauchen stillt, ich wollte wieder so sagen. Und da soll die halt dann praktisch, wenn sie hier so sitzt und stillt, soll die hierher an der Wand so und ja, leuchten. Und dafür die halt. Dann hat Frauchen sowas hier geholt hier. Das ist aber nicht Lammfell, oder? Nein, das ist einfach nur ein Vlies. Ein Vlies für das Auto. Ein Vlieseinschlagdecke für die Autoschale. Ein Vlieseinschlagdecke für Autoschale. So auspacken. Ja, den Link mache ich euch dann in die Videobeschreibung. Der reicht ja, das ist ein bisschen groß, reicht ja, wenn ich das Bild vernünftig raushole. Achso, ja, da kann man die Farben. Aber den musst du dann wieder einpacken. Ach, muss eh waschen werden. Okay. So. Sitzt so, richtig? Ja. Ja. So, hier ist halt ein Teddy drauf. Und dann haben wir halt hier. Kann man aufmachen. Hier haben wir dann für den Kopf. Da kann man dann auch hier dran ziehen, wenn es kalt ist. Ja, wenn, so. Und wenn das dann hier aufmachen. Na, an der Seite, da wo der Teddy ist. Achso, da. So, dann kann man das hier halt aufmachen. So, und da sind dann da unten die Beine. Und dann kann man dann hier so, kommt dann hier so hoch, wartet mal. Ich muss irgendwie gucken, da sind das denn. So, da sind die Beine und dann kommt das Kind da so rein und dann kann man es einschlagen. So, ich schmeiß dir das mal rüber. So. Dann, oh, das ist auch voll putzig. Weil es ein Winterbaby ist. Weil es ja ein Winterbaby ist, sagt Frau. Haben wir denn hier nochmal so was? Für was ist das? Für zu Hause. Ja. Oder für unterwegs. Also auch da mit Füßen. Hier unten ist dann halt Klett, da kann man das aufmachen, das mache ich jetzt lieber nicht auf. Und hier oben ist der Kopf und mit Öhrchen. Und das ist rosa mit weißen Herzen. Also wie eine rosa Kuh, aber halt keine Flecken, sondern Herzflecken. So, und dann haben wir das hier geholt. Musst du das auch waschen? Kann man das waschen? Ja, muss man ja waschen. Muss man?
man das waschen? Die Kartons können wir ja dann wegschmeißen, wa? Ja. Brauchen wir ja dann nicht mehr. Das ist für ein Auto Schale Sitz? Für überall. Für überall? Einfach nur eine Unterlage. Eine Unterlage. Und da ist halt hier wegen Kopf, wegen... Dass kein Plattkopf kriegt, weil man Babys ja auf dem Rücken jetzt immer legen soll. Und wenn es die ganze Zeit auf dem Rücken liegt, dann verformt sich irgendwann der Kopf. Wenn man es immer auf dem Rücken legen soll, und dann verformt sich der Kopf und dafür ist Ditte, dass es hier drauf liegt, dass der Kopf dann hier also eine vernünftige Form hat. Also ich kenne es noch, dass man sie immer auf der Seite legen soll. Ja, jetzt ist es so, dass man die immer auf den Rücken legen soll. Wie haben es unsere Eltern gemacht? Die haben es auch irgendwie gemacht und wir haben vernünftige Köpfe. Tja. Das ist bescheuert, sowas. Dann haben wir hier auch dann noch so Schlitze, wo wir dann halt Gurt durchmachen können oder so. Ja, hier auch. Und hier eine Seite. Ja. So. Also, das war schon. Mehr haben wir nicht für die Babyshopping-Tour. Nein. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet auch mal eine kurze Babyshopping-Tour. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Vergesst nicht, die komische Glocke zu drücken. Ich packe euch noch die Links zu den Produkten unten in die Videobeschreibung. Zusätzlich packe ich euch noch den Link für den Babywunschzettel bei Amazon mit rein. Ja, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.